Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Wir gehen wieder mal. Alles, was die Sons haben. Wir gehen zu unserem Kumpel Tom. Tom! Die DIA. Scheiße, Mann. In dem Versteck, das du gefunden hast, war krasses Hightech. Aber das Beste vom Besten ist das ballistische Polymergewebe. Leicht, starke Schutzwirkung und sieht aus wie normaler Stoff. Ich habe was vorrätig, aber. Oh, das dauert noch. Aber alle möglichen Ideen. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Hier. Er verkauft jetzt auch ein Ghost-Gewehr. Okay, okay, okay. Yo. Das ist jetzt krass. Also, was habe ich jetzt aktuell an? Ich habe die normale Armee-Uniform. 1 Stärke, 1 Beweglichkeit. Und die kriege ich noch 1 Stärke, 1 Beweglichkeit. Das Gewicht bleibt. Plus 30 Energieschutz und 30 physischen Schutz. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist sehr gut. Das ist echt richtig, richtig gut. Das gibt es auch als Anzug. Mechanikeranzug mit Intelligenz und Wahrnehmung. Charisma. Okay, ich glaube, da werde ich mal ein bisschen was kaufen davon. Ein hiervon. Sauberer schwarzer Anzug und Armee. Ich ging jetzt eher davon aus, ballistische Fasern, aber dass sowas dabei rauskommt, das ist echt unerwartet. Aber gut. Und ich muss mal ein paar billige Granaten verkaufen. Ja, Molotows und sowas. Eine, oder kommt eine, geht noch. So. Das ist sehr gut. Also ganz normal bin ich jetzt bei einer Panzerung von 141, 126. Okay, das würde halt alles wegnehmen. Aber ich habe die Bodies noch mit dazu. Der Mechanikerzug würde auch alles wegnehmen, aber die Armeeuniform, top. Das hätte ich nicht erwartet. Railroad spielen lohnt sich. Hey Tom, mein Freund. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Junge, ich bin jetzt voll engagiert in die Dinger. Ich denke, ich krieg da noch richtig geil. Ich krieg vielleicht noch was Besseres raus. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. So, wo soll ich das Neue wieder aufbauen? Nein, nein. Abdringige Roboter. Hier unten bei der Vorlieb Fischverarbeitungsanlage. Okay, das ist ein bisschen weg.
Das dauert ein bisschen. Hey, ich hab alles, was ihr Agenten im Einsatz braucht. Sogar ein paar Tüftel-Toms Specials. Ja, ich bräuchte gerne noch mal 15 Munition. Bisschen zumindest. Bekommst noch Splittergranaten dafür. Tarnplünder. Ich möchte dir eigentlich kein Geld geben. Das mysteriöse Serum habe ich ja auch noch. Also da fragt man sich wirklich, was hat das mit den Milas auf sich? Ob man da wirklich dann einen ganz speziellen Standort rauskriegt? Ob die Daten irgendwas bringen? Oder ob es bloß ein netter Zeitvertreib ist? Fragen über Fragen. Durstig. Ich bin immer noch durstig. Ich bin schwach. Geht doch. Auch weil die auch die Anzeige hat, die fehlt. Es kann natürlich auch sein, dass dann die Milas einfach nur ein Laufauftrag ist. Geh dahin, tötet die alles, was in die Quere kommt, und kommt wieder zu mir zurück. Dass es vielleicht doch bloß reine Zeitverschwendung ist. Das habe ich auch bei einem anderen Auftrag gedacht. Und sehe da. Mehr Panzerung. Ah, Feindkontakt. Ey, die Plünderer haben wir bis jetzt eine Schikan. Ich muss sagen, das Spiel lädt am Anfang einer Session immer ziemlich schnell von draußen. Und dann später, nach einer Weile, dauert es halt deutlich länger. Oh. Halloween oder Supermutanten? Ich tippe auf ein bisschen von beidem.
Gut. Hier ist echt nichts. Ich hatte jetzt auch wieder auf einen coolen Ort erhofft, aber vielleicht geht das später da weiter. Weil wenn der Ort jetzt als abgeschlossen gilt, dann ist halt abgeschlossen. Ich habe das Spiel gelobt wegen kurzen Ladezeiten und jetzt dauert der Ladescreen ewig. Ich hätte ihn nicht loben dürfen. Aber wenn ich jetzt zur Fertigungsanlage gehe, dann werde ich glaube ich einen Umweg zur Minuteman-Burg machen und mir das Jetpack anmontieren an die X01. Ich glaube, der Umweg würde sich sogar lohnen. Damit ich einfach überall hinrennen muss, sondern eventuell einfach mal umgehen kann. Er ist nicht, zählt nicht jetzt fertig. Wer weiß. Ja. Sollte einfach straight in eine Richtung laufen. Jetzt geht. Ah, jetzt habe ich auch noch richtig Müll mitgenommen. Kann es sein, dass ich Hunger habe? Ja. Ich glaube, die Einzahl kommt nicht mehr mit leicht hungrig und sowas. Aus irgendwelchen Gründen noch immer. Weiter in die Richtung. Silver Shroud Mission müsste ich ja eigentlich auch weitermachen. Oder meine Combat Zone gehen. Oder andere Sachen machen. Es gibt einfach zu viel zu tun. Wenn du mal ins Roboterhaus hier reingehen, was hier gleich in der Nähe ist. Oh, ich glaube, der Ort wird sich einfach nicht lohnen. Die Minuteman Burg ist ein kleiner Umweg sogar. Hm. Jetzt sind die schwere Roboterrüstung schon an.
Oh, oh, oh. Noch überladen, ey. Ist halt auch ne Müll mitgenommen. Und das Todeskreinzeug brauche ich ja eigentlich gar nicht. Stahl. Dazu brauche ich den Stahl, bitteschön. Hey Junge, was ist denn da für Krieg? Oh, jetzt macht er mich echt neugierig. Fachbord-Sensen, Mann. Aua, 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 aua. Okay, das war jetzt interessant. Der Sensenmann ist halt heftig, ne? 12 Raketen. War doch auch noch ein legendärer. Lambda Todeskrankenhandschuh. 104 Schaden, der läuft. Komm her, Preston. Ich habe Zeug für dich. Die Ballette der Lederrüstung brauche ich jetzt nicht zu droppen, aber die ist auch sinnlos. Bleistift, biometrischer Scanner. Das ist auch bis 3 Kilo. Nimm die Waffe. Versteh. Schnapp's dir. Hol das. Ich kümmere mich drum. Heb das auf. Bin dabei, General. Gut. Wenn ich ja noch die behandelte Lederrüstung wegschmeiße. Top. Oh, dann auch zum Minuteman. Borg. Sei es, dass wir angelockt hat, waren ja die vielen Raketen. Dass natürlich ein Wachbold-Sensenmann da ist, damit konnte man ja nicht ahnen.
Albino-Todeskraller. Naja, hier. Warte mal. Sie hat mich nicht überrascht. Hätte sie mich überrascht, wäre es schlimmer ausgegangen. Aber den Albino sieht man ja so schön bei Weitem. Auch nicht weiter mal spawnt oder so. Kann ich auch mal meine Rüstung mal wieder reparieren? Ich hätte nie gedacht, unsere Flagge wieder über der Burg wehen zu sehen. Schaltkreisen, Flagge packen und all sowas. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt. Weil ein Großteil von dem Spott kann ich einfach hier lassen. Okay, das sehe ich mal nicht. Das sehe ich mal lieber mit noch. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Das Einzige, was ich halt mitnehmen will, sind Blei und Kupfer. Das ist ja für die Munitionserstellung wichtig. Der Rest muss in dem System drin sein. So, jetzt sieht noch mal raus. Stadt, die ich je gesehen habe. Ihr hört Radio Freedom. Keine Meldung. Bleibt bei uns, um keine Nachrichten zu verpassen. Bewegungsunterstützender Sensor habe ich drin. Erhöht Stärke. Stealth Boy. Richtig? Ihr seid echt die Besten. Kämpft weiter für die gute Sache, okay? Danke. Gut zu wissen. Nicht vergessen, unterstützt eure Minutemen vor Ort. Du bist einer von den Guten. Vergiss das nicht. Das ist für dich. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Ah! Nettes Upgrade. Werden wir mal sehen, ob es was bringt. Es ist 15 Uhr. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Okay, das ist ordentlich. Ja, Spuß ist ordentlich. Willst du Vorräte auffüllen? Zeig mal, was du da hast. Sieh dich um. Ja, 45 und 2 mm.
Dings hätte ich ganz gerne. Nur wenn es ja keine Umstände macht. Fusionskerne können auch nicht schaden. Bekommst du auch Granaten? Reicht das nicht? Nein. Ich habe auch noch Ordner. Ja, die Munition, das knallt da drin. Die Munition, das ist ja schlimm, aber das hier knallt drin. Punkt 38 kann ich noch kaufen noch. Brennstoff brauche ich eigentlich auch nicht. Mini-Atombombe, Schrotpatronen. Und 308 habe ich auch nicht mehr. Ich habe noch Drogen. Ah, den Weg kann ich leider nicht mehr machen. Das ist ordentlich, was ich hochkomme. Diese Stufe, das ist viel, das ist verdammt viel. Also so komme ich definitiv vor. Ich habe eine Menge von der Railroad gehört, dass sie Synths befreien und so. Scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Also ich komme auf jeden Fall mit dem Jetpack jetzt an Orte, wo ich vorher nicht rangekommen wäre. Einziges Problem ist halt, ich brauche deutlich mehr Ausdauer. Und mein Jetpack treibt mir bis Ausdauer. Aber so an sich ist Sport dann wirklich ein Laufweger. Aber frisst natürlich auch den Energiekern. Den Fusionskern, besser gesagt. Aber wenn ich mir halt dadurch auch viele Laufwege spare oder halt gewisse Gebiete nicht nochmal reingehen muss, dann sind mir die Kosten definitiv recht. Weil um hier auf die Anlage nochmal drauf zu kommen, muss ich ja einmal das ganze Gebäude nochmal durch. Und jetzt nicht mit Jetpack und spare mir Ladescreen. Im besten Fall. Ach nee, ja, ach nee, doch nicht. Ah. Warte, wir haben gesetzt. Ich hab. Okay, mit sowas hat man natürlich nicht gerechnet.
Aber EP über EP. Also, die Hochzeit nicht schon jetzt fertig. Also war ich hier nicht drin, ne? Cool. Das ist wahrscheinlich eine ganz dumme Idee. Das wäre eine ganz dumme Idee gewesen. Ich hab doch gerade noch so die Kurve gekriegt. Da war ich hier nicht drin gewesen. Ich hätte eine Gasmaske. Alu, Alu. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Oh Gott, was ist das für ein Geruch? Oh nein. Was für ein Gestank. Preston. Ihr könnt es uns jetzt echt vorstellen, dass es hier stinkt. Danke. Das sollte passen. Puh. Wünschte, ich hätte eine Schutzmaske. Oh Gott. Was ist das für ein Geruch? Preston, wir wissen es. Ich schicke dich gleich nach draußen. Respekt, wenn ihr in der Stimmung darin gekriegt hat. Naja, meine Kisten sind aber auch nicht viel besser. Also ich denke mal, ich war ja noch nicht drin. An den Gestank würde ich mich ja ansonsten erinnern, ne? Ziemlich großer Haufen Schrott. Adis, nein. Lava. Komm schon, Magnetschlepper, öffnet euch. Gleisbolzen.
durstig. Wer wird sich Mani zeigt? Gameplay, Überleben. Nee. Ich hoffe meistens bloß ein Bug und ein Spielstart würde das Problem lösen. Das werde ich auch nach der Aufnahme einmal machen. Ansonsten, naja. Müssen wir halt damit leben. Auch bessere Preise. Yay. Hätte ich ein bisschen eher auch schon mal brauchen können, aber naja. Weiß, dann macht man nichts an. Entschuldigung, Ladies. Da macht man nichts Art, einfach mal die Tür auf und sieht zwei küssende Skelette. Yeah. Oder besser, ein Skelett Kopf küsst. Oh Mann. So. Band, ja, genau. Rektor Preston? Irgendwas Nützliches? Okay, wir haben zwei legendäre Leute getötet. Wir haben das Heft aufgesammelt. Mehr ist hier nicht. Ey, beeindrucke die Dame noch. Glaub an dich, du schaffst das. Was für ein Gestank. Puh. Wünschte, ich hätte eine Gasmaske. Ja, wir gehen schon raus, den Preston. Oh, wir können ja was riskieren mal. Auf dem Schiff, wir sind ja in der Nähe vom Wasser. Da waren ja ein paar Dudes. Und wir könnten mal versuchen, mit der Power-Rüstung rüber zu fliegen. Etappenweise besser gesagt. Und sicher, weil die Power-Rüstung möchte ich nicht voll hier und versenken. Das ist, wenn ich die parieren sollte. Dann habe ich ein riesengroßes Problem, weil meine Hauptpanzerung weg ist und Preston muss noch mehr Sachen schleppen. Er darf nicht die ganzen Power-Rüstung tragen, die Einzelteile zumindest. Aber was ich auch nicht vergessen sollte... Bam! Und ich habe Hunger.
Geht nicht. Okay. Es ist riskant. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Vor einer Dreiviertelstunde. Ich könnte da oben speichern. Ihr habt mir was total Dummes vor. Und weil mich gar den Power in der Jetpack-Schub da Power so noch nicht allzu gut einschätzen. Mega ärgerlich, wenn ich einfach dann, naja, die Phasen denke und dann nicht rechtzeitig rauskomme und die ganze Rüstung verliere. Andererseits wäre es mega cool, diesen Shortcut zu nehmen. Wir probieren es einfach mal. Was soll dabei schon schief gehen? Wir haben sogar diese Scheiße hier überlebt, Preston. Die hat sich stunken wie Sau. Wir haben es einfach überlebt. Wir haben ja gespeichert. Wir können einfach mal hier oben reinspringen jetzt. Wow. Man stirbt nicht, man ist aber... Naja, am Arsch. Erkenntnis, Schornsteine sind fake. Richtig fake. Leiter. Jetzt echt weit, es ist richtig weit. Scheiß die Wand an. Kann ich unter Wasser das Jetpack zünden? Die Höhe ist eigentlich in Ordnung. Braucht erst nur volle AP. Nö. Es war zu weit. Ah, es ist aber gut zu wissen. Man kommt bald, aber nicht so weit. Au! Man ist ja auch logisch, dass man unter Wasser kein Jetpack zünden kann.
ganz ruhig. Ich dachte... Nee, was? Wenn du es so haben willst... Wenn du es so haben willst... Ich hätte dich am Leben gelassen. Solange ich nicht so weit noch... solange ich nicht am Fallen bin... geht das eigentlich extrem gut. Und dann PowerGenet auch gut durch. Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern. Yay, Munition. Bin ich denn hier überhaupt? Mess Bay Medical Center. Ist hier irgendwas Besonderes? Ach, scheiß drauf. Rinder durchprügeln, aus da. Wenn wir einmal da sind. Ich hätte eine Wahrnehmungswaffe, Wackelpuppe. Fehlt mir noch in meiner Sammlung. Okay. Oder vielleicht einen Bauplan für andere Stimpaks oder das Stimpaks mehr bringen. Wobei, dafür habe ich eigentlich einen Perk, den ich leveln könnte. Injektorgewehr. Ich müsste ja glaube eins haben. Nur zu dumm, dass ich das nicht verwende. Weit ist mega krass, vielleicht nicht. Ich verwende den Schlitz, solange es nicht legendär ist. Lux. Oh. Los. Ja. Theaterviertel. Mensch, jetzt ruhig.
Hey, Preston! Dabei, General. Oh nein, ein toter Siedler. Und allgemein ein Skelett. Oh nein. Schimmliges Essen, lecker. Und teilweise Wege zum Theaterviertel. Gegner nach einer halben Ewigkeit hier drin. Und der hat der tierische. Oh, ja, oh. Ich dachte, er hat eine Verstopfung gehabt. Dem, ja, das Beste, der das Klo verstopft. Schon. Bitte mal ein bisschen aufbereitetes Wasser herstellen. Das müsste an den Dingern da gehen. Was baust du da? Ach, komm schon. Dummweg hat sich nicht gelohnt. Ja, ich hoffe, das war dann das letzte von den Dingern, was wir aufstellen müssen. Oh, ich habe einfach mal, es hat eine maximale Anzahl. Wir können halt noch mit den anderen Leuten reden. In der Hoffnung, dass wir da doch was Geiles finden. Kriegen, also die Panzerung ist schon geil. Die zusätzliche.
Naja. Wir gehen jetzt eigentlich nur noch zurück zur Railroad und naja, geben die Quest ab und hoffen, dass unser guter Freund Tom was Gescheites hat. Was herausgefunden hat mittlerweile. Oder halt nicht. Aber das Jetpack war eine gute Entscheidung. Ah, hier sind wir. Combat Zone. So, wenn wir hier schon sind, dann ist es mal weit. Ab jetzt ist es nicht mal so weit. Oh Scheiße, nein! Oh Scheiße, ja! Okay, ich habe sie gesehen. Keine Ahnung, wie man sonst hochkommen soll. Abgesehen mit einem Jetpack oder sowas in der Art. Das war wasted. Kleine Drogen. Ein Bettchen zum Schlafen, was ich nicht nehmen will. Ah, warte, mit dem Jetpack kann ich ja in das eine Gebäude reinspringen. Wo ich vorhin nicht rinkam. Stimmt, das ist ja 10 von 10. Jetzt muss ich bloß die kleine Dreckshütte erstmal wieder finden. Ja, das ist er.
Es gab nämlich keinen Weg. Scholz, wo ist die Kirche jetzt? Sehe, also Chapel ist doch trotzdem ziemlich teuer. Also ohne den vollen Intelligenzausbau und das Fusionskerne nur die Hälfte verbrauchen. Ja, jetzt glaube ich Fusionskerne zum, also diesen Jetpack ganz am Anfang eine ziemliche Verschwendung. Aber jetzt geil. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Achtung, Tom hat wieder tolle Sachen auf Lager. Schau mal vorbei. Carrington. Komm schon, Tom. Die neuesten Atmosphärendaten des neuen Mila sind noch unzureichend. Aber wir erwischen das Institut noch. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt, wenn du Zeit hast. Wenn du was für unterwegs brauchst, der Laden hat geöffnet. Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nicht. Zeig mal was. Alles. Oh, was Neues jetzt schon? Tom und seine Jungs laden noch die Spielzeuge der DIA aus, die du gefunden hast. Gut. Schön, dich bei uns zu haben. Wir haben gerade viele Synths im Desdemona. Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Gute Arbeit in Auguste. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Unwissenheit. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Hey, Doc. Ist eine Aufgabe für mich, Doc? Doc. Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Das Interessante daran, wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Auguste. Desdemona klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit den Synths in Auguste passiert ist, als der Unterschlupf fiel. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Ist das wirklich eine sinnlose Reise? Wenn man zu viele Annahmen verknüpft, erhält man nur selten, was man erwartet. Ich bezweifle, dass wir mehr als eine Leiche finden. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Wow. Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Diprov. Pam. Alle Prozesse sind aktiv. Rekalibriere mit neuem Datensatz. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Wir sind alles, was die Synths haben. Okay, Metzgerrechnung und Wetterfahne Commonwealth Bank. Na toll. Da war ich ja schon. Ist ja nicht, das ist echt nicht weit weg.
das andere? Genau, hier jetzt einen toten Briefkasten gehen. Und dann Augusta, das war doch Lexington, ne? Naja, wir werden ja sehen, was es bringt. Ich hoffe irgendwas Gutes. Wir machen 8 Stunden Nickerchen und dann bauen wir Mila einmal wieder auf und machen Elwood Quest weiter. Und je nachdem, wie es dann ausschaut, gehen wir zum Slog. Oder halt dann woanders hin. Und hol dann mal die Charisma-Puppe. Naja. Das sollte passen. Wir werden ja sehen, wo uns das alles hinführt. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.